Was wäre, wenn der März uns eine intensive Energie des Freiheitsdenkens bringen würde, wenn er in uns Kanäle öffnen würde, die uns in eine Selbstermächtigung bringen? Ich habe dir so viel wichtige Dinge heute zu berichten über die Prophezeiungen im März. Wir werden von der astrologischen Sicht her den März betrachten und wir werden auch hellseherische Aspekte von den Energien betrachten. Und es ist wichtig, dass du dir das anhörst, damit du dir selbst ein Bild darüber bilden kannst, ein Bild machen kannst, was im März auf dich zukommt und wie du mit den Energien umgehst. Ja, und jetzt gehen wir gleich mal rein in dieses große Feld der Astrologie. Der Pluto geht ja in den Wassermann am 23. März. Und wenn man diese Energien betrachtet, mal in der Vergangenheit, als auch der Pluto im Wassermann war, zum Beispiel von 1778 bis 1798, und dort gab es die freiheitsbetonende amerikanische Verfassung, die wurde damals gegründet. Und die Französische Revolution wurde eingeleitet. Und ihr seht schon, das sind starke Freiheitsenergien, die hier hochkommen möchten, die uns für bis zum 11.06., bis er wieder wechselt, der Pluto zur Verfügung stehen. Das heißt also, es ist möglich, dass dieser Freiheitsdrang so stark wird, dass wir uns gar nichts mehr gefallen lassen von den Bestimmungen, die uns übergestülpt werden sollen. Es ist zu sehen, dass ja auch schon im Außen sehr viel Unruhen sind, aber auch gerade in den Chefetagen die Möglichkeit besteht, dass also Köpfe rollen könnten. Wir werden sehen, inwieweit die Energie jetzt schon ausreicht, denn danach, praktisch nach dem 11.06., wechselt ja der Pluto nochmal zurück in den Steinbock und bleibt dort bis zum 21.01.2024 und dort könnte es dann den nächsten Schub geben. Was wichtig ist zu wissen, durch diesen Wechsel in den Wassermann wird in der Gesellschaft eine große Veränderung vorangehen. Das ist jetzt nicht von heute auf morgen, sondern es hat sich ja mit der Zeit schon abgebildet, was alles auf uns zukommt. Dabei ist die Digitalisierung in allen Bereichen sehr wichtig. Also da wird es wirklich viele Revolutionen und Erneuerungen geben. Und das heißt also, die künstliche Intelligenz wird immer mehr Einzug halten. Man kann jetzt davon halten, was man will. Es ist etwas, was uns neu ist und was wir vielleicht gar nicht so sehr gerne möchten. Wir werden sehen, was das mit uns dieses Jahr machen wird. Was wir auf jeden Fall haben, ist ganz viel Mut und Kraftenergie, wenn wir jetzt mal in das Energetische hineinschauen. Und das ist das, was uns der Erzengel Michael Energie bringt oder schon gebracht hat. Diejenigen, die bei mir im Webinar waren, die wissen genau, worüber ich spreche. Denn der Erzengel Michael hat eine ganz große Reinigungskraft uns gebracht und dadurch neue Energie gegeben, um diesen Umwandlungsprozess richtig gut durchstehen zu können. Des Weiteren haben wir über Erzengel Raphael eine neue Heilenergie, die uns übergeben wird. Und zwar sind die Heilungen nicht mehr so schwer, wie sie mal in der letzten Zeit oder in den letzten Jahren werden. Sie werden immer leichter. Und das liegt an der Energie der neuen Zeit, der neuen Heilung. Und wer in meinem Erzengel Raphael Webinar war, der weiß jetzt auch ganz genau, was ich meine. Denn dort haben wir eine Energie, eine Kanalöffnung bekommen für die Reinigungs- und Heilungsenergie der neuen Zeit. Und das ist ganz wichtig, denn mit dieser Kanalöffnung befinden wir uns so im Gleichklang der Energien. Denn die Energien, die jetzt vom Universum uns zur Verfügung gestellt werden, sie sind sehr intensiv. Und wenn man sich dem öffnen kann, ist man im Gleichklang. Andere Menschen werden vielleicht
diese Energien als belastend spüren und sie als schwer empfinden, weil sie den Zugang noch nicht haben. Also prüft für euch, wie es sich anfühlt und dann richtet euch danach aus. Ich werde auch noch im Telegram-Kanal darüber berichten, damit ihr nähere Einblicke bekommt. Und im Übrigen tauschen wir uns da sowieso über die Tendenzen aus und alles, was jetzt hier im März wichtig ist, werde ich dort nochmal mit euch teilen. Und mir ist es auch wichtig, dass wir ein schönes Miteinander haben, dass wir dieses Gefühl verstärken, dass wir eine große Gemeinschaft spiritueller Menschen sind. Und jeder Mensch in dieser Gemeinschaft ist sehr wichtig. Jeder Mensch trägt ein großes Licht und eine Aufgabe. Und dieser Aufgabe sind wir uns jetzt gerade durch den Eintritt von Pluto in dem Wassermann ganz speziell bewusst. Wir bekommen eine riesengroße Kraft und unser Lichtkörper wird sich noch viel mehr ausdehnen, noch viel mehr heller leuchten. Und das ist wichtig, denn über dieses helle Leuchten bekommen wir auch die Möglichkeit, in die höheren Dimensionen hineinzukommen. Und das wiederum bewirkt ein anderes Miteinander. Und zwar heißt es, dass wir uns noch mehr gleichgesinnten Menschen zuwenden, dass wir immer noch mehr Menschen suchen, die so denken wie wir. Und all das, das stärkt unsere Gemeinschaft. Das bringt eine sehr wunderschöne Energie, die uns gegenseitig respektieren lässt und dadurch jedem die Chance gibt, dass er sich weiterentwickelt. Und wir wissen ja, jeder Mensch ist auf einer bestimmten Entwicklungsebene, macht bestimmte Entwicklungsschritte, die nur er so machen kann, wie er es macht. Es gibt da keine Vorschriften, dass man sagt, du musst es schneller machen, du musst es langsamer machen, du musst es so und so und musst. Nein, das gibt es nicht. Und wenn wir das uns bewusst sind und dadurch spüren, dass jeder Mensch eine ganz wichtige Botschaft trägt, dann entsteht aus diesem Gefühl eine wunderschöne Gemeinschaft und festigt auch diese Gemeinschaft. Und das spüre ich besonders auch in meinem Telegram-Kanal. Dann werden jetzt ab Mitte März ungefähr, die neuen Menschen geboren. Es werden neue Menschen geboren mit einer ganz intensiven Energie, die dieses Vorgehen hier auf der Erde bestimmen, unterstützen und in die richtige Form lenken werden. Und auf diese Menschen haben wir unbewusst schon sehr gewartet. Ich werde nochmal ein extra Video über diese neuen Menschen machen, die geboren werden. Und das stimmt mich so sehr in Freude, denn das heißt, es geht voran. Es ist alles möglich und es ist vor allen Dingen, diese Dinge sind möglich, die wir uns noch gar nicht vorstellen können. Und es ist wichtig zu wissen, dass also Dinge sich entwickeln könnten, die wir am Anfang erstmal so betrachten und denken, oh Gott, das ist ja wieder sowas Blödes. Aber wenn man mit seinem Gefühl dann hineingeht und das mal von einer anderen Perspektive betrachtet, könnten wir darin Dinge finden, wo wir sagen, okay, ich verstehe die höhere Bedeutung. Und darum geht es, dass wir für uns selbst, für unsere Seelen diese höhere Bedeutung wahrnehmen. Denn jeder Mensch trägt eine höhere Bedeutung für die Aufgabe, die er hier auf der Erde übernommen hat. Und die neuen Menschen, die geboren werden, die werden uns unterstützen bei dieser Aufgabe. Sie werden uns konfrontieren mit Situationen, wo wir uns dessen erst bewusst werden. Und das bringt uns dann wiederum dazu, weitere neue, wichtige Entwicklungsschritte zu tun. Und das ist wirklich wichtig und ein Geschenk, letztendlich ein Geschenk. Und das bringt uns auch in die Energie einer größeren Intuition hineinzugehen. Die Intuition ist ja mit der Seele
sehr eng verbunden, oder man könnte sagen, die Seelenenergie ist die Intuition. Und dadurch, dass sich unsere Seelen stärken werden, sie werden kräftiger, wird auch die Intuition stärker. Und mit dieser Intuition sind wir in der Lage, wirklich die richtigen Dinge zu entscheiden. Das ist ganz wichtig zu wissen. Und gerade diese revolutionäre Energie von Pluto im Wassermann ab dem 23.03. wird uns da einen Schub geben, dass wir wirklich gut vorangehen und Neues für uns entdecken, was wichtig ist. Es wird also viele Durchbrüche in eurem privaten Leben möglich machen, wenn ihr euch entschließt, auch diese Energien anzunehmen. Also es gehört auch immer noch der freie Wille dazu, sich dem zu öffnen. Wenn wir jetzt mal kurz die politische Lage anschauen, dort ist ja das spirituelle Bewusstsein nur im Untergrund vorhanden und deswegen geschehen durch das sich nicht entscheiden, mit den kosmischen Energien im Einklang zu sein, sehr viele Blockaden. Und diese Blockaden, die gehen irgendwann auf den Körper über und machen es diesen Menschen sehr schwer, weiterzumachen, und sie wissen aber nicht, warum. Und sobald sich aber einer in der Chefetage dem öffnet und in diesen Gleichklang der kosmischen Energien kommt, die ja hier jetzt ab Mitte März intensiv zur Verfügung stehen, allein die neue Heilenergie, da kann sich viel entwickeln für diese Menschen. Wenn sie sich aber unbewusst dagegen sperren, kann sich gegenteilig auch sehr viel entwickeln. Wir werden abwarten, wir werden sehen, wie es weitergeht. Es ist jetzt keine Zeit, wo man sagen könnte, oh, ich chill mal und guck, was kommt. Nein, es ist eine intensive Zeit des Hin und Her und die geht, wie gesagt, bis zum Juni, also noch ein halbes Jahr ungefähr, sind wir in dieser Zeit drinnen. Und da kann ganz viel möglich sein oder es können auch wirklich wichtige Weichen gelegt werden für das, was kommt. Die geistige Öffnung wird intensiv zunehmen und wir werden immer genauer wissen, was richtig und was falsch ist. Und wir werden den Zugang zu unseren Seelen intensiver verstärken. Das ist ganz wichtig. Was auch noch wichtig ist, ist die tägliche Reinigung. Das hat uns Erzengel Michael im Webinar ganz genau erklärt. Und was da jetzt noch dazu kommt, ist, dass ihr euch bitte auch um euer Blut kümmert. Denn das Blut spielt eine sehr wichtige Rolle. Und da im Hinblick auf die Blutreinigung, da solltet ihr wirklich aktiv sein. Und wer mein Buch von den Plejaden gelesen hat, der weiß genau, was ich meine. Denn dort wird von den Plejaden über die Blutreinigung von Aquariana gesprochen. Also, ihr seht, es ist ganz viel im Gange und es kann ganz viel geschehen. Und wir stehen vor einer richtig großen neuen Entwicklung und wir sind hier, um diese Entwicklung mit unseren Gedanken zu steuern und zu leiten. Und jetzt wird es auch gleich ein wundervolles Channeling geben von Erzengel Raphael nochmal im Hinblick auf die neuen Heilenergien und was sie mit uns machen werden. Ich wünsche dir ganz viel Freude. Ich sprühe mich jetzt nochmal ein mit meinem Ursprungslicht und mit Erzengel Raphael über die Heilenergie, also mit dem Spray der Heilung von Erzengel Raphael. Und ich wünsche euch ganz viel Freude jetzt bei der Botschaft. Geliebte Menschen des Lichtes, geliebte Menschen der Liebe und der Achtsamkeit, Erzengel Raphael spricht zu euch voller Freude, denn vieles Neues wird geschehen und geschieht bereits. Und wenn du heute hier bist, wirst du ein Teil des Neuen sein, denn die Energien begrüßen dich und öffnen Felder in deinem Energiesystem,
welches du bisher noch nicht beachtet hast. So darfst du dich auf eine wundervolle Zeit des Neuen, der neuen Energien freuen. Und ich, Erzengel Raphael, begleite dich gerne, wenn du mich rufst. Es ist wichtig, dass du mich rufst und aufforderst, bei dir zu sein. Denn so kann ich dich in deinen Prozessen sehr gut begleiten. Es ist wichtig für dich auch zu wissen, dass jeder Prozess eine Chance auf Heilung ist. Und diese Heilung wird nicht nur deinen Körper heilen, sondern auch deinen Geist und deine Seele. Es ist die perfekte Neuausrichtung auf das Neue, auf die nächste Dimension. Und diese Energien werden dir im Moment zur Verfügung gestellt. Und wenn du bereit bist, diese Energie zu fühlen, dann möchte ich dich jetzt bitten, deine Hände mit den Handflächen nach oben auf deine Oberschenkel zu legen. Denn jetzt werde ich dir die Energie der neuen Heilung übertragen. Diese Energie fließt jetzt schon in deine Handchakren hinein. Und sie verteilt sich von dort sanft und liebevoll in deinen ganzen Körper. Sie fließt zuerst in dein Herz. Und von dort nach oben und unten gleichzeitig in alle Chakren. Lass es zu und gib dich hin. Erlaube dir, diese Energie zu spüren. Denn sie wird deine Seele bereichern. Sie wird deine Energie anheben und dir zeigen, dass du viel mehr bist als ein Mensch. Und so lasse ich diese Energie ein wenig fließen und gebe dir auch ein wenig Zeit, um dies gebührend zu genießen. Und so hast du eine Ausdehnung erfahren, die dich in den Gleichklang der kosmischen Schwingung bringt und dein astrales Bewusstsein verstärkt. Mit diesem Bewusstsein bist du bereit, im Gleichklang der göttlichen Energien zu schwingen. Dies wird es dir leichter machen, durch dein Leben zu gehen. Dies wird es dir leichter machen, die Energien anzunehmen, die wir zur Verfügung stellen. Und je nachdem, was dein Herz, dein Körper und deine Seele brauchen, wir werden dir zur Verfügung stehen. Ich, Erzengel Raphael, habe die Gruppe der heilenden Engel um mich herum versammelt. Und sie betreten jetzt diesen Raum. Vielleicht spürst du, wie die Energie sich anhebt und wie du auch selbst angehoben wirst. Denn nun bilden sie mit ihren Händen ein energetisches Feld, in welches du dich hineinlegen kannst. Und wenn du dies möchtest, gib mir ein inneres Ja und leg dich in die Hände der heilenden Engel. Sie singen das Lied der Heilung für dich. Sie singen deinen Herkunftsnamen. Sie singen die Töne deiner Seele
Und so öffnet sich deine Seele, um das zu empfangen, was dir gebührt. Es ist das Bad der Erlösung der heilenden Engel, welches dich trägt und begleiten wird. Und immer wenn du diese Botschaft wiederholst, wirst du erneut unterstützt werden von diesen wundervollen Energien. Und so löst sich dieses Bett der Heilung auf. Dir wurde alle Energie übertragen, die du gerade jetzt in diesem Moment benötigst. Wir, die heilenden Engel, ich und alle anderen verabschieden uns von dir voller Hingabe und Zuversicht, denn wir wissen, dass alles zu deinem höchsten Wohle geschehen wird. Und so fließt der Segen von Erzengel Raphael direkt in dein Herz, währenddessen ich mich jetzt von dir verabschiede. Und du selbst kommst in deiner eigenen Geschwindigkeit wieder in das Hier und Jetzt zurück, bist vollkommen wieder da, streckst dich, bewegst Hände und Arme und öffnest die Augen. Ich danke dir für dein Licht und deine Liebe. Ich danke Erzengel Raphael und den heilenden Engeln für die wundervolle Energie. Und ich bin gespannt, was du unter das Video schreiben wirst, wie es dir ging mit dieser Energieübertragung und Ausdehnung deines Lichtkörpers. Trink jetzt am besten was, erde dich nochmal auf allen Ebenen. Und komme zur Ruhe, denn die Energien brauchen ein bisschen Zeit, um sich in deinem Körper den richtigen Platz zu suchen, wo sie dir zu deinem höchsten Wohl dienen werden. Und wenn dir das Video gefallen hat, darfst du mich gerne abonnieren. Du darfst es liken und teilen, damit noch mehr Menschen diese wundervollen Heilenergien bekommen können. Ich danke dir und ich umarme dich voller Liebe. Bis zum nächsten Mal.